ich habe euch einen detaillierten Samstag von mir gezeigt. Also wirklich sehr detailliert. Ist natürlich nicht immer so, aber an dem Samstag war er so. Also viel Spaß beim Zusehen. Der Vlog beginnt obviously wieder, wie ich in der Badewanne sitze und dusche. Natürlich habe kein besseres Intro gehabt. Und ich sah richtig, richtig fertig aus irgendwie an dem Morgen. Fragt nicht. Und habe dann Hitzeschutz in meine Haare gegeben und die durchgekämmt und auch hinten gesteckt, bla bla bla. Ich mache nämlich als erstes immer mein Make-up und dann meine Haare, weil die dann ja schon trocknen können in der Zeit. Ich habe euch ein bisschen von meinem, oh, das war mega gelispelt, lol, ein bisschen von meinem Get Ready With Me Make-up Routine Dings gezeigt. Hat sich ein bisschen gezogen, deswegen nicht alles. ich habe hier meine Augenbrauen gemacht. Sorry. Mit dem Benefit Deep Brow. Und habe das dann mit Concealer umrandet. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil wie gesagt, irgendwie hat sich alles mega gezogen. Dann habe ich meinen Too Faced Primer verwendet. Ich liebe den. Der ist richtig, richtig, richtig gut, wenn ihr so eine Mischhaut, trockene, fertige Haut habt, bla bla. Und dann habe ich meine Estee Lauder Foundation benutzt und ich trage die immer mit einem, so einem Stiel von so einem Pinsel auf, weil die hat so einen scheiß Verschluss, wie man sehen kann. Also richtig kacke. Und die ist so teuer und wenn man das da rausschüttet, ey, dann verbraucht man viel zu viel. Und dann habe ich meinen Tarte Concealer benutzt und ja, den gebe ich immer unter die Augen und auf Pickel und verblende es erst mit so einem Concealer Brush und dann nochmal mit dem Beauty Blender. Übrigens ist meine Foundation, das ist so fast die hellste Farbe, aber man sieht, es ist immer noch ein bisschen so dunkel. Aber ich mag das ganz gerne und wenn ihr gleich das Endergebnis seht, dann passt es auch eigentlich wieder. Also ja, das ist meine ganze Base. Fertig und ich habe euch jetzt gezeigt, wie ich mein Augen-Make-up mache, was ich eigentlich so jeden Tag mache. Und zwar mit der Too Faced Peaches Palette. Und ich benutze da einen hellen Braunton, ich weiß leider gerade nicht, wie der heißt. Und gebe den einfach auf mein komplettes Augenlid. Und gehe dann in einen dunkleren Braunton und gebe das dann nochmal in den äußeren Augenwinkel und verblende das so in die Lidfalte rein. Genau, das ist so mein Daily Augen-Make-up, weil das geht auch echt mega schnell, as you can see. Und die Palette ist mega gut, die ist voll gut pigmentiert. Dann gebe ich immer noch ein bisschen von dem helleren Braun an mein unteres Augenlid. Sagt man das?
Zentrum. Ganz süß. Und ja, das ist das Oberteil. Ich habe euch das jetzt nur in Rosa angezogen.
weil sonst hätte ich den Abend nicht überstanden. Dann, ich weiß nicht, warum es nicht fokussiert hat, aber es war 19.47 Uhr und ich habe auf meinen Bus gewartet, der dann bald gekommen ist. Und dann habe ich hier schon Emma getroffen und wir sind zur Bar gelaufen und sie war wieder ein bisschen genervt, dass ich sie gefilmt habe. Ich wollte ein Thumbnail machen, sie ist eskaliert, hat nicht geklappt, as you can see. Und dann waren wir auch schon in der Bar mit Iris und Steph noch, unsere Favorite Girls, wir sind die beste Girls Group. Und ich wurde nachher, wie man sieht, auch wieder zum Alkohol verleitet, as always. Ich werde von denen immer zum Alkohol verleitet. Aber am Anfang noch nicht, da habe ich nämlich eine heiße Schokolade getrunken und die anderen ihren Mojito. Natürlich Alkohol, was auch sonst. Und ich war richtig happy, dass wir uns mal wieder gesehen haben, weil wir haben uns richtig lang nicht mehr gesehen. Und die hatten echt nice Sachen zu erzählen. Also wir haben die ganze Zeit gelacht, haben durchgelabert. Wir haben uns richtig viele Sachen zu erzählen gehabt und richtig spannende Sachen, waren wir richtig wieder Tratsch-Talk. Und dann haben wir unsere Snacks bekommen. Ich habe Nachos mit einem Käsedip gegessen, die anderen auch. Und noch so Käse irgendwie. Dann war ich ein bisschen genervt, weil mich alle mit ihrem Blitz angeleuchtet haben und man dann gesehen hat, wie ölig ich im Gesicht war. Danke dafür. Und ja, yes, der Alkohol, ne? Ein Erdbeershot, war eklig. Und dann haben wir so Boomerangs nachgemacht, war auch irgendwie funny. Da habe ich für meine Videos, für meine späteren Videos geübt, weil, Leute, Vape-Videos werden kommen. Ich finde das fucking relaxing. Look at this. Oh mein Gott, so in die Kamera, ins Mikrofon, das ist einfach ein Vibe. Und dann haben wir auf den Bus zurückgewartet. Oder ich eher gesagt, die anderen haben mit mir einfach nur gewartet. Und ja, Leute, das war's auch schon mit dem Vlog. Ich hoffe,